Ja, da liegen 20 Jahre dazwischen, hat man an diesem Abend zum Wiedersehenstreffen der ehemaligen Mitarbeiter der Dessauer Magnetbandfabrik des Öfteren gehört. 20 Jahre ist es her, als die MBF in ihrer Urform aufhörte zu existieren. Stand sie einst als Entwicklungs- und Forschungszentrum im Fokus der Speichermedienindustrie, so wurde sie nur 20 Jahre nach ihrer Gründung durch die Treuhand abgewickelt. Der ehemalige Forschungsabteilungsmitarbeiter Rolf Schulze hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, die Mitarbeiter, damals waren es ca. 2000, in das Technikmuseum nach Dessau-Roßlau einzuladen, um die gute alte Zeit noch einmal in Erinnerung zu bringen. Also angefangen von der Küche, von der Beschaffung und Absatz, vom Kundendienst, von der Rechentechnik, von der Dispergierung, von der Folienabteilung, also es ist eigentlich alles da und dadurch ergibt sich das automatisch. Ja. Ist also, Tag ist heute Ende offen, ist bewusst so gelegt worden. Nur 20 Jahre sollte die MBF mit der Produktion von Magnetbändern beauftragt bleiben, dann schließt sich auch schon wieder das Buch des einstigen Vorzeigeunternehmens. Und wie empfindet Rolf Schulze diesen Moment? Eher schön, die Leute wiederzutreffen oder doch traurig, nach der Schließung der Firma die Kollegen hier zu treffen? Es ist beides. Es ist einmal ein schöner Anlass, weil das Arbeiten in der Filmfabrik und in der Magnetbandfabrik Wolfen ein schönes Arbeiten war. Wir hatten gute Voraussetzungen, wir hatten auch immer, ich hatte die Welt, also alle Literatur zur Verfügung, die hat man nach der Wende nicht mehr. Wir hatten auch immer moderne, zum Beispiel diese Kameras, die damals, die hatten wir eben. Ja. Das war eigentlich die schöne Zeit. Die andere Zeit ist natürlich die, um mit Herrn Altrichter zu reden, der ja, da ist das Grußwort verlesen worden, die Magnetbandtechnologie war eine Technologie des 20. Jahrhunderts. Und dennoch produzierte die MBF in ihren Glanzzeiten für weltweite Abnehmer, sogar für das nicht-sozialistische Ausland. Die Magnetbandfabrik Dessau hat ja bekanntlich ca. 20 Jahre bestanden und wurde dann abgewickelt. Sie war also nicht mehr erforderlich. Und die Mitarbeiter, die da sind, sind eigentlich von Anfang an dabei gewesen, beziehungsweise auch schon vorher in der Filmfabrik und haben an der Entwicklung und Forschung Magnetband gearbeitet. Wir müssen dazu sagen, dass die Filmfabrik ja 1965 in 60er Jahren noch eine Firma war, die man zu den Weltfirmen zählte. Das hat sich dann später etwas geändert. Das kam ja auch in den Filmen, die wir gezeigt haben, zum Ausdruck. Dieser Wechsel, auf einmal dieser Asso-Fotofilm, wo die Generaldirektorin dann spricht, eigentlich sehr positiv spricht, aber es gab eben halt schon doch die großen Probleme. Sie wurden eigentlich dann unterdrückt oder es wurde nicht drüber gesprochen. Von den ehemals 2000 Mitarbeitern war immerhin ein Zehntel in das Technikmuseum gekommen. Auch wenn der Wunsch der meisten nicht in Erfüllung ging, die Büro- oder Spinnschlüssel mit dem Renteneintritt bei der Chefsekretärin abzugeben, so sind die meisten nach der Wende ihren Weg auch ohne die MBF gegangen.